Sachen. Ja. Jetzt ist quasi eine Weiterführung zu dem Materials für Anfänger Tutorial. Jetzt zeige ich euch, wie man eine Tileable Texture macht oder ein Tileable Material. Sprich, wie man ja, unser UV Space manipulieren können. Ich habe hier einmal unsere Wand. Ist die gleiche wie hier. Habe ich mir schon mal dupliziert. Jetzt haben wir sie doppelt. Die ist hier auf dem Block. Wie gesagt, das ist genau die gleiche Textur wie unten. Einfach dadurch, dass das Mesh halt hier viel, viel größer ist und den gleichen UV-Layer, also das gleiche UV hat wie das hier, ist der halt etwas vergrößert. Das wollen wir jetzt anpassen. Machen wir ganz einfach. Ist ganz, ganz simpel. Wir brauchen nicht viele Nodes, sind genau drei Nodes, die wir brauchen. Wir brauchen erstmal eine Texture Coordinate. Wo finden wir die? Wir können die halt hier suchen. Wir können die aber auch hier eingeben. Da haben wir sie. Reinziehen, zack, da sind sie. Funktioniert auch mit Rechtsklick. Könnt ihr auch eintippen und euch das raussuchen. Da hätten wir sie auch. Wie ihr arbeitet, ist an euch überlassen. Meistens suche ich sie selber mit Rechtsklick. So, wir brauchen unseren Skalarparameter. Den hatten wir ja vorher schon. Mit 1, Linksklick, da ist er. Und dann brauchen wir einen Multiply. Da haben wir den Multiply. Zack, da ist er. Die Texture-Koordinaten geben quasi einfach der Unreal Engine Bescheid, ich bin in diesem Bereich angelegt. Hier haben wir dann unsere eigentliche Größe. Die machen wir jetzt erstmal auf 1. Es wird nichts manipuliert an der Größe. Und die Dinger kommen jetzt alle in die UVs. Die können wir überall reintun. Man muss sie auch nicht jeden anwählen, man kann auch verschiedene Effekte erzielen, indem man sagt, okay, ich mache gerade hier bei unserer Roughness, sage ich, okay, dann mache ich es halt nicht rein. Ich mache jetzt erstmal rein und muss zeigen, wie es geht. Wir speichern das alles. So, hat sich jetzt optisch erstmal nichts verändert. Ja klar, wir haben auch hier 1 stehen. Ist halt 1 mal 1 ist 1, da ändert sich nicht viel. Jetzt mache ich es mal halt auf 2. Und dann gucken wir, was passiert. Unser UV-Space hat sich jetzt quasi verdoppelt oder mehr vervierfacht. Textur halt da und da, sind zwei Kanten. Und schon ist es kleiner. Geht natürlich auch in die andere Richtung. Wir können es auch mit 0,5 größer ziehen. Jetzt haben wir halt große Steine. Man muss halt nur darauf achten, dass die Textur, mit der man arbeitet, dass die teilable ist, dass die Seamless ist, also die Kanten direkt aneinander passen, sonst hat man nämlich ein Problem. Weil was wir eigentlich machen, ich zeige es euch mal mit einem besseren Beispiel. Wir packen hier mal das Feuerwerk rein, mach die mal kurz weg. Ach, und mach die auch auf 10. Wir packen hier quasi einfach nur die Textur direkt neben die Textur wieder dran. Wir kleben sie aneinander. Und wenn die Kanten nicht aufeinander passen, sieht man das. Die Texturen aus dem Starter-Content müssten, soweit ich weiß, alles seamless sein. Wenn ihr euch welche runterladet von verschiedenen Plattformen, müsst ihr halt darauf achten, ob sie seamless sind. Es steht meistens dabei. Darauf müsst ihr halt achten, wenn ihr die Sachen irgendwo runterladet oder selber macht. Man kann dazu noch problemlos in Photoshop selber machen. Man muss halt wirklich darauf achten, dass sie seamless sind. Wenn ihr was runterladet, meistens steht es dabei, wenn ihr eine gute Seite benutzt, wie jetzt textures.com. Da steht es dabei, ob seamless ist oder nicht. Wenn ihr Sachen runterladet für Projekte, an denen ihr arbeitet, die jetzt nicht privat sind, sondern ja, ihr wollt die auf konventionellen Wege irgendwie nutzen, ihr wollt da ein Spiel draus machen, ihr wollt da irgendwie Screenshots draus verkaufen oder sowas, achtet darauf, dass ihr die Texturen verwendet, die ihr auch nutzen dürft, sprich, wo ihr die Rechte dazu habt, wo halt kein Copyright drauf ist. Könnte sonst unter Umständen Ärger geben und das muss man sich jetzt nicht unbedingt antun. Das kann man sich ersparen. So, und jetzt nochmal, um euch kurz zu zeigen, man muss ja nicht alles benutzen. Ich mache jetzt mal richtig groß auf 4 oder richtig klein, je nachdem, was man betrachtet. Und da sehen wir auch unsere schöne Roughness, die ist halt immer wieder die gleiche. Das kann unter Umständen sehr auffallend sein. Da können wir sagen, okay, ich hau das hier. Ich mache für die Roughness eine extra. Ich kann auch Steuerung C, Steuerung V kopieren. Hau mir für die Roughness eine andere rein und sag, okay, du wirst jetzt aber nur verdoppelt. Speichern.
Und schon ist die Verteilung von der Roughness anders. Ist nicht mehr so wiederholt. Auch die Flecken sind größer. So kann man auch ein bisschen auflockern, dass es nicht auffällt. Gerade wenn man halt große Reihen an Wänden hat, fällt das sehr stark auf, wenn es sich zu oft wiederholt. Dann ist es sinnvoll, wenn man sich halt zwei verschiedene Koordinaten macht. Und da die Assemblies ist, ey, passt die auch aneinander. So könnt ihr eine riesige Wand machen, ohne dass ihr da komische Kanten irgendwo drin habt, weil hier ist ja... Ah, ich hab's nicht gedrückt. Ich hab gepusht. Push am Bau. Zack. Na, will nicht. Oh, ich hab falsch skaliert, hä? Ja. Scale 8. 8. 8. Wenn man gerade Zahlen nutzt, kann man den Stuff tatsächlich ineinander stecken. So, jetzt aber. So, seamless. Keine Kante zu sehen. Alles glatt. Wie ein Babypo. Ja, oder halt nicht, weil halt, ja. Ziegelsteine. So. Das war einmal eine Tileable Texture. Ich sag, gerade für Wände ist es ja 1A, wenn man halt, ja, eine Backsteinwand macht oder sowas, kann man hier einfach zack, 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 ganz viele Wände aneinander klatschen. Müsst drauf achten, wenn ihr die benutzt, dass entweder das, ihr müsst darauf achten, wenn ihr halt die Primitives benutzt, wie den Cube, dass die Seiten alle gleich groß sind, sonst verzerrt ihr das. Dann habt ihr nämlich sowas. Kann auch funktionieren, müssen aber alle gleich verzogen sein. Weil wenn ihr so und dann so, man sieht den Unterschied. Also wenn ihr was manipuliert, dann in alle Richtungen gleich, sonst passt ihr das wieder seamless nicht übereinander. So, das war's jetzt für dieses Tutorial. Dann danke fürs Zuhören und man sieht sich später.